speichern. Dann eben nicht ab. Okay. Babylon. Aber so weit weg. Als Kind hätte mir mein Vater geschickt. Sei vorsichtig. Da unten geht was vor. Ist das? Es ist der Wesir. Er ist vollständig verwandelt. Er hat die Macht des Sandes genutzt, um seine Armee zu verwandeln. Und diese Artefakte ermöglichen es ihm, sie schnell durch die Stadt zu befördern. Er scheint die völlige Kontrolle zu besitzen. Es sieht derzeit nicht allzu gut für dich aus. Ich überlasse dem Wesir Babylon nicht. Weder Stadt noch Thron. Das ist meine Ansage hier. Er hat den Strahl als eine Art Tor benutzt. Wir folgen ihm hindurch. Jawohl, denn was der Wesir kann, das können wir auch. Töte die Wache des Sandportals, um zu verhindern, dass sie Verstärkung holt. Ich warte jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass der zu mir kommt. Macht er auch. Dann stirb! Stirb! Da stirbt jetzt auch. Oh, wenn man natürlich verpennt, den anzugreifen, dann wird es natürlich nichts. Bin ich jetzt angesprungen? Was mich ein bisschen irritiert. Nein, 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 du holst keine Verstärkung. Ist, dass diese Sandhäufchen da immer wieder in den Rhein fliegen. Ich muss mir noch eine Zweitwaffe mitnehmen, das funktioniert so nicht. Kann ich das jetzt irgendwie verschließen? Ah ja, okay. Ihr habt einen neuen Sandbehälter gewonnen. Was geschieht? Das war sicher im Plan vorgesehen, oder nicht? Ach, du solltest fortan bedenken, dass das Betreten von Sandportalen nur Scherereien bereitet. Ich werde mich besser wieder den herkömmlichen Transportmitteln zuwenden. Hoffentlich mit größerem Erfolg. Halt den zwei Gruppen. Check die Schwachen in die Manufaktur. Vor lauter Gelaber habe ich jetzt nicht mitbekommen. Oder konnte ich jetzt hier nicht angreifen? So, kann ich da lauft und springt, um die Kette zu greifen. So, einmal und stirb! Ja, jetzt wo es die Sandmonster sind, ist es ja nicht mehr ganz so brutal. Oh, verdammt, der konnte mich sehen. Irgendwer beschießt mich doch hier mit Pfeilen, oder nicht? Zumindest versucht es ihn. Ja, da kam ein Pfeil angeflogen. Also irgendwo gibt es hier einen Bogenschützen. Autsch, ich hab ihn gefunden. Ja, du Bogenschützen-Heini. Ich mag Bogenschützen ja eigentlich. Also wann immer es irgendwo in einem Rollenspiel einen Bogenschützen zu spielen gibt, dann kann man mich da ganz weit vorne mit dabei finden, in der Warteliste. Geht's da runter, oder? Ja, da geht's runter. Da gibt's auch eine Kiste. Mit Sand und Sandkrediten vermutlich wieder. Mhm. Da geht's nicht hoch. Da geht's auch nicht hoch. Gehen wir halt wieder zurück. Und suchen den richtigen Weg. Der ist es nicht. Da oben waren wir, da wollen wir jetzt aber nicht mehr hin. Wo will ich denn eigentlich hin? Da vielleicht. Ja, das könnte stimmen. So, will ich jetzt noch weiter nach oben? Will ich nach links, nach rechts? Ich will nach links. So, und jetzt bin ich hier drüben. Was hilft mir das denn? Da geht's noch weiter nach oben.
Der da hinten steht jetzt natürlich ungünstig. Die drehen sich beide um, sehr schön. Ja, super. Ich hab's natürlich. Ich wollte viel zu früh nach oben wieder und hab's vermasselt. Jetzt muss ich das so lösen. Auch wenn es mir so nicht gefällt. Naja. Stirb. Gut. Hätten wir also die zwei auch erledigt. Da ist ein Schalter. Damit öffne ich das Tor. Zumindest eins von zwei. Das zweite bleibt noch zu. Das gefällt mir nicht so. Aber das wird sich gleich noch ändern lassen, schätze ich mal. Dreht ihr euch beide? Nee, nur eins. Da haben wir wieder unseren Freund. Der sehr ansehnliche Moves drauf hat. Mit seiner Kette. Ja, das sieht man vielleicht nicht ganz so deutlich. Aber der Junge benutzt eine Kette. Dieses Stück Kette, das der Prinz da in den Arm gerammt bekommen hat. Drückt wiederholt Y, um zu würgen. Ja, dann würgen wir doch mal. Um seine Gegner anzugreifen. Wo geht's denn jetzt lang? Hier nicht. Da auch nicht. Nach unten? Nö, nach unten nicht, da sterben wir. Also muss es einen anderen Weg geben. Aber wo? Die Kette vielleicht. Die Kette ist aber viel zu weit weg. Nee, die Kette ist es nicht. Oh, sowas hasse ich, dass ich nicht sehe, wo man hier lang kann und lang muss. Da vielleicht? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich kann hier hoch. Gut, aber da kam ich doch her. Oder nicht? Okay, da kam ich nicht her. Jetzt muss ich mich beeilen, dass ich den hier ganz schnell erledigt krieg. Damit ich den Sand aufsammeln kann. Bevor ich hier verrecke. So, der hier guckt gerade weg. Sehr schön. Achso, da muss ich dann wiederholt Y drücken oder was? Wunderbar. Haben wir nicht schon genug zu tun? Ja, irgendwer ist aufmerksam auf uns geworden. Macht aber nichts, denn wir sind anscheinend... Gegen die sind wir jetzt um einiges stärker anscheinend. Warum blockt der nicht? Ich drück doch... Ist das wieder so ein Ding von wegen, ja, wenn der erste Schlag durchgeht, dann kann er den Rest nicht blocken oder was? Das wäre natürlich sehr doof. Komm, nimm den Sand mit, den brauchen wir. Da oben können wir nicht rein. Also, anderer Weg. Wo geht's denn hier lang? Da hinten kommen noch welche. Oh, das sind mir einfach hier zu viele Gegner hier, das ist... Kann ich... Ja, okay, ich kann also doch die Schläge mittendrin abblocken. Okay, ich muss verstärkt die Kette einsetzen. Kann ich denn da hoch? Nützt mir das was? Da hoch zu gehen? Ja, das nützt mir was. Nämlich, ich komme da an den Schalter ran. Muss ich mich nur beeilen, dass ich
rechtzeitig da durchkommen. Nicht, dass das Tor sich schließt. Ah ja, und da kommt der zweite Kritikpunkt. Der zweite Kritikpunkt, den ich in diesem Spiel zu erwähnen habe, nämlich diese Wagen da. Das ist das Schlimmste, glaube ich, in dem ganzen Spiel. Und das werde ich jetzt vermutlich auch noch versuchen, werde es noch machen und dann aufhören. Bist du sicher, dass du das Ding lenken kannst? Hoffen wir's! Wenn ich versage, ist es aus mit uns! Er brennt! Halten ihn auf! Und so war der Prinz erneut auf der Heimreise. Er war erfüllt von dem Gedanken, das Schwert der Gerechtigkeit auf den Visier niederfahren zu lassen. So, wir müssen hier nämlich lenken. Was gar nicht mal so einfach ist, weil da kommt immer wieder mal einer, der uns bedrängt. Und den können wir irgendwie loswerden, glaube ich. Ja, einfach indem wir ihn in die Wand laufen lassen. So, und dann kommen natürlich auch immer wieder solche Kameraden, die hier nach links da aufspringen wollen. Zeitlupe. Und das war gut, doch nehme ich an, dass es unabsichtlich geschah. Dieses dunkle Ich gibt zwar immer schön Tipps, wo man denn langfahren soll, aber meines Erachtens immer ein bisschen zu spät. Oh. Ach ja, und man geht mit einem Ding kaputt. Achso, ich hätte zurückspulen können vielleicht. Naja, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Ich glaube, da muss ich beginnen ganz von vorne. Wieder mit dem Wagen, genau. Ich warte gerne. Ja, und das ist der Nachteil. Einer der Nachteile. Ich kann das nicht überspringen. Ich kann hier drücken, das hört ihr vielleicht. Hoffen wir's, wenn ich was. Ah ja, das kann ich überspringen. Sehr schön. Und in dem Kasten konnte man jetzt eine Altbekannte sehen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an sie. Ja. Och nö. Ja, genau das war dieser Kritikpunkt, den ich meinte. Denn das kann sich jetzt ein bisschen hinziehen. Also ich werde das jetzt hier noch machen und dann werde ich die Aufnahme für heute beenden. Aber bevor ich das nicht geschafft habe, werde ich hier nicht anhalten, nicht aufhören. Aber dieses Märchen ist noch nicht vorbei, genau, es ist noch nicht vorbei. Ich will das doch nur überspringen. Hoffen wir's, wenn ich. Sagt mir. So. Jetzt probieren wir das nochmal. Was ist der? Macht das jetzt ganz einfach. Ich halte einfach stark auf den Eingang hier zu. Konzentriere mich mal nur auf den, auf das, was vor mir liegt. Nach links. Zeitlupe. Das war gut, Prinz. Doch nehme ich an, dass es unabsichtlich war. So, ich versuche jetzt einfach mal den linken Weg zu nehmen. Weil ich ja jetzt weiß, dass da oben ein Wagen kommt. Das war anscheinend auch der richtige Weg. Vorsicht! Das war knapp! Das ist ein bisschen unübersichtlich hier. Bam! Geschafft! Halte die Pferde an! Los! Komm schon! Halte die Pferde an! Naja, Pferd haben wir nicht angehalten, aber den Wagen. Da kommt ein einsames Rad angefahren, schön. Die einst so lebendigen Straßen von Babylon boten ein trauriges Bild. Die Bewohner waren tot oder geflohen. Wer geblieben war, litt tausend Qualen. Gefangen, gefoltert und verwandelt. Aber das bemerkte der Prinz nicht. So versessen jagte er den Visier.
So, jetzt suchen wir doch mal, ob wir hier irgendwo ein Speicherpünktchen finden. Wenn nicht, muss ich halt noch ein bisschen weiterspielen. Das macht ja aber auch nichts. So, da hoch. Dann darüber. Seitenwechsel. Und nach oben hüpfen. Eine Leiter. Ich bin beeindruckt. Oh, gut. Eure Meinung ist mir wirklich wichtig. Ist das etwa der Dank für deinen Lebensretter? Erstens, ich verdanke euch nicht mein Leben. Zweitens, seid ihr kein Mann, sondern eine Stimme ohne Körper. Ein Geist. Und drittens, ich bat euch nicht um Hilfe, denn ich brauche sie nicht. Auch wenn ich deine Kühnheit bewundere, etwas mehr Respekt wäre angebracht. Und ihr solltet lieber still sein. Ihr lenkt mich ab und wir sind nicht länger allein. Hui. Also das kann ja was werden mit den zwei. Die mögen sich ja nicht. Okay, da ist ein Speicherpunkt. Den werde ich dann mal in Anspruch nehmen. Gut, dann speichere ich das Ganze hier ab. Das war dann die erste Aufnahme zu Prince of Persia, The Two Thrones. Ich hoffe, ich konnte euch, auch wenn ich zwischendurch ein bisschen zu ruhig war vielleicht, ganz gut unterhalten. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!